Willst du deinen Umsatz auf Amazon in die Höhe treiben? Dann könnte dir dieses Video dabei helfen, einige 100 oder 1000 Euro mehr auf Amazon umzusetzen, wenn du bis zum Ende dran bleibst. Heute möchte ich dir nämlich einige Strategien vorstellen, wie du Cross-Selling auf Amazon nutzen kannst, um von deinen starken Bestseller-Produkten weiterzuleiten auf weitere Produkte in deinem Portfolio. Insgesamt möchte ich dir 8 Wege zeigen, wie du die Funktion auf Amazon dafür nutzen kannst, deinen gesamten Produktkatalog noch mehr zu pushen und den Warenkorbwert zu erhöhen. Cross-Selling auf Amazon ist super wichtig, mindestens genauso wichtig, wie dass ich mich erstmal bei dir vorstelle. Mein Name ist Tom Pause und ich betreue seit mittlerweile 5 Jahren Seller im Bereich Amazon PPC Marketing und Listing Optimierung. Wenn du am Ende dieses Videos sagst, hey, dieser Tom scheint irgendwie Ahnung von Amazon zu haben und ich brauche sowieso ein bisschen Unterstützung für meine Amazon-Tätigkeiten, dann melde dich sehr gerne auf meiner Webseite über das Kontaktformular. Da kannst du direkt ein paar Informationen zu dir und deinem Store eintragen. Ich biete jedem grundsätzlich 30 Minuten kostenlos Beratung und dann können wir mal schauen, ob und wie wir zusammenarbeiten können. Dann würde ich sagen, starten wir jetzt aber wirklich mit dem Video und ich möchte noch mal ganz kurz jeden abholen und zwar, was bedeutet eigentlich Cross-Selling? Cross-Selling könnte man grundsätzlich übersetzen als Querverkaufen. Das heißt, dass du von einem deiner Amazon-Listings weiterleitest auf ein weiteres Amazon-Listing und es so schaffst, dass Nutzer direkt 2 von deinen Artikeln kaufen oder wenn sie in der Vergangenheit beispielsweise einen Artikel gekauft haben, dann in der Zukunft noch einen weiteren von dir kaufen. Im Endeffekt geht es darum, deine Listings untereinander zu vernetzen, dass Amazon-Nutzer wissen, was du überhaupt alles im Portfolio hast. Und da hat Amazon eben eine Menge Möglichkeiten, wie man dieses Cross-Selling fördern kann, und zwar entweder über das Listing selbst oder auch über die Werbung. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit der ersten Strategie. Der erste Weg, das Cross-Selling zu pushen, ist über den Amazon A+-Content. Und zwar geht das über den normalen A+-Content oder den Premium A+-Content. Hier kannst du nämlich Vergleichstabellen hinzufügen und kannst dann dort andere Produkte aus deinem Portfolio listen. Ich zeige dir einmal ein Beispiel von Schmatzfatz. Hier geht es an der Stelle um eine Trinkflasche und wenn du hier runter scrollst zum A+-Content, siehst du, dass dann hier erstmal weitere Trinkflaschen gepusht werden und dann in der Vergleichstabelle befinden sich aber auch noch die passenden Brotdosen dazu. Das heißt, wenn ein Nutzer jetzt hier drauf kommt, will eigentlich nur eine Trinkflasche, sieht dann aber, hey, gibt ja auch eine passende Brotdose, vielleicht kaufe ich die auch direkt noch mit. Und mit einem weiteren Update des A+-Contents in den letzten Monaten kann man jetzt nämlich auch direkt aus der Vergleichstabelle heraus das Produkt in den Einkaufswagen legen. Der zweite Weg, wie du das Cross-Selling fördern kannst, ist über deine Produktbilder. Ich befinde mich hier auf einem Listing von Natural Elements. Wahrscheinlich kennst du die, relativ großer Seller in Deutschland. Und hier geht es um ein Vitamin D3 Präparat, welches verkauft wird. Und hier auf dem letzten Zusatzbild wird dann eben auch noch hingewiesen auf viele weitere Produkte, die Natural Elements noch im Portfolio hat. Das heißt, du kannst auch deine Produktbilder bzw. Produktgrafiken dafür nutzen, dass du auf komplementäre Produkte oder ähnliche Produkte in deinem Portfolio hinweist, dass der Nutzer einfach mitbekommt, ah, da gibt es ja noch mehr. Dann kommen wir direkt zur dritten Möglichkeit und zwar ist das der Amazon Store. Wenn du noch keinen eingerichteten Amazon Store hast, dann würde ich dir das dringlich empfehlen, das Ganze zu tun. Und ich bin jetzt hier nochmal auf dem Store von Natural Elements und wenn ich hier runterscroll, zum Beispiel in der Kategorie Sport und Energie, Muskelfunktion, dann sehe ich hier alle Produkte, die relevant sind für das Thema Muskelaufbau bzw. Muskelfunktion. Das heißt, hier habe ich auch eine sehr gute Möglichkeit, auf mein gesamtes Produktportfolio hinzuweisen. Und wie komme ich zum Store? Gehen wir nochmal zurück in das Listing, indem ich hier klicke auf Besuche den Natural Elements Store. Das heißt, das ist eben wieder ein weiterer guter Punkt, wenn jemand sich sowieso gerade mit den Supplements auseinandersetzt, weiß, okay, er braucht irgendwie D3 und guckt dann, ob es direkt von der Marke noch was weiteres gibt, geht auf den Store und sieht dann, ah ja, hier gibt es noch eine ganze Menge mehr Sachen, zum Beispiel zum Thema Beauty und Anti-Aging auch und kann sich dann hier nochmal ordentlich austoben und weitere Produkte in den Einkaufswagen legen. Dann kommen wir zur vierten Strategie und zwar ist das die erste Strategie, die sich um das Thema Advertising dreht. Und zwar kennst du ja wahrscheinlich Sponsored Brands Produktkollektions-Ads. Da zeige ich dir jetzt mal eine und zwar habe ich nach Edelstahldose gesucht und das hier oben ist eine klassische Sponsor Brands Produktkollektionsanzeige und hier habe ich die Möglichkeit beispielsweise auf ein Keyword, wie zum Beispiel Edelstahldose, dann eine Anzeige zu schalten, die ein benutzerdefiniertes Bild, eine Headline, Logo und mehrere Produkte zeigt.
Versetzen wir uns jetzt mal in das Szenario, dass du sehr erfolgreich diese Edelstahl-Brotdose verkaufst. Du hast jetzt aber auch noch eine Edelstahl-Flasche gelauncht. Dann könnte es ja sinnvoll sein, diese hier mit in deine Produktkollektion aufzunehmen. Dann würdest du jetzt hier in diesem Beispiel davon profitieren, dass deine zwei bestehenden Listings aktuell schon 283 und 182 Bewertungen haben. Das heißt, der Nutzer sieht, okay, da ist ein gewisser Trust da, das scheint ein gutes Produkt zu sein. Und wenn du jetzt hier als drittes Produkt noch deine neue Flasche mit hinzufügst, auch wenn der Nutzer vielleicht initial nicht nach einer Flasche gesucht hat, könnte er sich ja trotzdem denken, ah ja, okay, cool, dann gibt es hier wohl von dem Seller auch eine Flasche, dann kann ich mir direkt beides kaufen. Dann kommen wir zur fünften Strategie, das ist auch eine Werbestrategie und zwar sind das Defense-Kampagnen. Die kennst du wahrscheinlich schon, wenn du dich ein bisschen länger mit Amazon auseinandersetzt. Im Endeffekt schaltest du hier Werbung von deinen Produkten auf deine eigenen Produkte. Damit nimmst du einige Werbeplätze von deiner Konkurrenz weg und hast auch die Möglichkeit, eben dein volles Produktportfolio der Audience zu zeigen, die sich aktuell schon auf deinem Produkt bewegt. An einem Beispiel ist das relativ leicht erklärt. Wir haben hier wieder eine Trinkflasche von Schmatzfatz und wenn wir runter scrollen, dann sehen wir hier bei verwandte Produkte zu diesem Artikel gesponsert. Das sind Werbeanzeigen, Sponsored Products Anzeigen, um genau zu sein. Siehst du, dass dann hier noch eine weitere Trinkflasche von Schmatzfatz ist und hier noch eine Brotdose von Schmatzfatz. Das heißt, die setzen das hier schon relativ gut um, dass sie eben diese beiden Produkte bewerben auf dieser Trinkflasche und somit habe ich eben als Nutzer, wenn ich hier nach unten scrolle, auch wieder die Möglichkeit zu sehen, ah, es gibt ja anscheinend noch eine andere Variation der Flasche und auch eine passende Brotdose, könnte also der ein oder andere Nutzer auch auf die Idee kommen, direkt mehrere Sachen in den Warenkorb zu legen. Dann kommen wir zu einer weiteren Strategie und diese ist wirklich ziemlich fortgeschritten. Also es ist sehr gut, dass du bis jetzt dran geblieben bist, denn jetzt bin ich mir ziemlich sicher, lernst du was, was du so noch nicht kanntest. Und zwar geht es hier wieder um eine Werbestrategie, speziell eine Sponsored Display Werbestrategie. Und zwar hast du die Möglichkeit über die Sponsored Display Kampagnen Nutzern, die bereits bei dir gekauft haben, die ein spezielles Produkt gekauft haben, nochmal eine Werbung auszuspielen für ein anderes Produkt. Stellen wir uns vor, jemand hat bei dir eine Brotdose gekauft und du hast jetzt neu aber auch die passende Flasche dazu gelauncht und möchtest jetzt gerne allen Leuten, die eine Brotdose gekauft haben, nochmal Werbung ausspielen. Dann würdest du das Ganze nämlich folgendermaßen einrichten. Und zwar würdest du dafür eine neue Kampagne erstellen und zwar eine Sponsored Display Kampagne. Als beworbenes Produkt würdest du natürlich an dieser Stelle hier unten deine neue Trinkflasche hinterlegen, die du bewerben möchtest. Und dann scrollst du weiter runter zu dem Punkt Targeting und hier wird es jetzt spannend. Und zwar kannst du hier unten beim Targeting dann über die Weitervermarktungszielgruppen arbeiten. Und zwar sind wir ja interessiert an allen Nutzern, die bereits eine Brotdose für Kinder gekauft haben von uns. Wir wählen dann hier aus Käufer und wenn uns zum Beispiel interessiert, dass wir alle unsere Käufer der letzten 3 Monate targetieren, dann würden wir hier 90 Tage auswählen und dann kannst du hier die Kategorie Brotdosen für Kinder noch weiter verfeinern und kannst jetzt deine Marke auswählen. Stellen wir uns mal vor, deine Marke wäre Schmatzfatz. Dann würden wir jetzt, wenn wir das hinzufügen, alle Käufer anspielen, die in der Kategorie Brotdosen für Kinder eine Brotdose von Schmatzfatz gekauft haben, sprich von deiner Marke, und denen würden wir jetzt eben eine Werbeanzeige ausspielen für deine neu gelaunchte Flasche. Das finde ich schon ein ziemlich starkes Feature, dass man das machen kann und es ist etwas tricky, das einzurichten. Also siehst du ja gerade, es war ein bisschen kompliziert, also nicht jeder hat das offensichtlich auf dem Schirm, dass man das machen kann, aber du hast dieses Video angeschaut, du weißt das jetzt. Das heißt, wenn du mal ein komplementäres Produkt zu einem bereits vorher bestehenden Produkt von dir verkaufen wirst, dann kannst du über diese Strategie die Käufer deines vorherigen Produkts anspielen und kannst denen das neue Produkt als Werbung ausspielen. Dann kommen wir zur siebten Strategie und das ist eine Strategie, die ist nicht wirklich so alleinstehend wie alle anderen, aber die kann unterstützend wirken. Und zwar sind das die auf die Marke zugeschnittenen Werbeaktionen. Dazu habe ich auch schon mal ein komplettes Video gemacht. Das kann ich dir gerne einmal hier oben verlinken. Wie kommst du hin zu diesem Punkt? Du klickst auf Werbung und auf die Marke zugeschnittene Werbeaktion. Und hier hast du die Möglichkeit, eben gewisse Zielgruppensegmente deiner Marke nochmal zu targetieren mit einem Rabattcode. Wenn du jetzt also klickst auf eine maßgeschneiderte Werbeaktion erstellen, dann siehst du hier ganz verschiedene Zielgruppen, die du auswählen kannst. Der Klassiker ist hier, dass man den Leuten nochmal einen Rabattcode gibt, die ihren Warenkorb nicht abgeschlossen haben. Aber jetzt für das
Beispiel, was ich dir jetzt zeigen möchte, sind eher hier die neuesten Kunden spannend. Und zwar folgendes Szenario, stell dir vor, du verkaufst beispielsweise so ein Katzenbett und angenommen, dieser Bezug hier wäre wechselbar und es gibt noch Ersatzbezüge für dieses Katzenbett in deinem Store, dann möchtest du die natürlich auch gerne an den Mann bringen und das kannst du zum Beispiel unterstützen über eine maßgeschneiderte Werbeaktion. Du könntest dann hier auf neueste Kunden klicken, wenn deine Zielgruppe groß genug ist, die muss 1000 Leute umfassen. In diesem Account hier, der Account ist an sich ein bisschen kleiner, deswegen sind das hier nur 640 Leute. Deswegen klicke ich jetzt einfach mal auf eine andere Zielgruppe, aber stell dir vor, das wären die neuesten Kunden. Und dann kannst du hier bestimmte Produkte ausschließen und du könntest jetzt quasi deine Katzenbetten und alle weiteren Produkte ausschließen und nur den Rabattcode für den Ersatzbezug hinterlegen. Das bedeutet, dass dann alle Nutzer, die deinen Ersatzbezug aufrufen, dann einen zum Beispiel 15 oder 20% Rabattcode ausgespielt bekommen und das erhöht natürlich massiv die Wahrscheinlichkeit, dass sie den dann auch noch kaufen. Wie gesagt, diese Strategie allein ist jetzt keine wirkliche Cross-Selling-Strategie, aber wenn du sie kombinierst mit zum Beispiel der vorherigen Strategie, das heißt dem Sponsored Display Retargeting deiner Käufer von dem Katzenbett zum Beispiel, dann hast du hier eine sehr gute Sache, die gut Hand in Hand geht. Das heißt, über die Anzeigen spielst du alle deine bisherigen Käufer nochmal an und wenn sie dann auf deinen Ersatzbezug klicken, sehen sie dann direkt, dass sie 15 oder 20% sparen können. Und dann kommen wir noch zur achten und letzten Strategie und zwar ist das die Bundling-Strategie. Weil das Beispiel einfach so leicht zu erklären ist, bleiben wir wieder bei den Brotdosen und den Trinkflaschen. Ich habe hier einmal ein Listing aufgesucht, wo es ein Bundle zu kaufen gibt aus einer Edelstahlbrotdose und einer Trinkflasche. Und ich denke, das ist eine der offensichtlichsten Strategien. Und zwar, wenn du sowieso schon die Brotdose verkaufst und auch die Trinkflasche, dann kann es ja für dich sinnvoll sein, einfach ein Bundle zu erstellen, das 1-2 Euro günstiger zu machen. Und dann sparst du dir sogar im Versand noch einiges an Kosten, denn wenn das zusammen verschickt wird, dann ist das sicher günstiger, als was die beiden Pakete einzeln kosten würden. Und unterm Strich hast du dann einfach quasi ein Produkt mehr verkauft, indem du es im Bundle mit reingepackt hast und wenn dann irgendwann mal die Trinkflasche oder die Brotdose aus irgendeinem Grund kaputt gehen sollte, dann kann man ja trotzdem in deinem Store dann immer noch einzeln nachkaufen. Und das war es auch mit dem heutigen Video. Ich denke, das war auf jeden Fall sehr geladen mit Informationen, die du direkt implementieren kannst für deinen Amazon Store. Ich freue mich richtig von dir zu hören, ob die Strategien für dich funktionieren, ob du vielleicht diese auch schon im Einsatz hast oder auch noch andere Ideen hast, dann kannst du sehr gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich freue mich wie immer über einen Daumen nach oben und über ein Abo auf dem Kanal, wenn du nichts weiter verpassen willst. Ansonsten, wie gesagt, melde dich sehr gerne bei mir, wenn du sagst, okay, der Tom scheint irgendwie Ahnung von Amazon zu haben und ich brauche da mal ein bisschen Unterstützung. Unten, erster Link in der Beschreibung, ist deiner. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in einem der nächsten Videos. Hau rein! Ciao!